Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Lore-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Vladimir. Für ihn gab es in Patch 14.15 keinerlei Buffs, seine Winrate schoss trotzdem 1,6% nach oben. Der Grund? Cosmic Drive als auch Storm Surge wurden massiv gebufft. Auch wenn die besten Vladimirs wie Elite Pathfinder die meiste Zeit kein Storm Surge spawnen, reichten die alten Buffs aus, um seine Winrate je nach Elo-Bereich um teils mehr als 2% zu buffen. Ab zum Abfalleimer der Woche. Und das ist Silas. In Patch 14.15 wurde er adjusted und diese absurden Nerfs des letzten Patches als Adjustment zu deklarieren, war einfach nur eine komplette Lüge und es war einfach absolut dreist. Laut League of Crafts hat er einfach mal durchschnittlich fast 3% Winrate verloren. Dass der Champ vorher etwas zu stark war, ja gut, es liegt auf der Hand. Wenn man ihn nerft, sollte man das Ganze dann aber auch bitte als Nerf deklarieren. Und das Bescheuertste, dieses Adjustment war so ein harter Nerf, dass man ihn direkt im nächsten Patch nochmal bufft. Springen wir zum Nope der Woche und das ist Yasuo. Mittlerweile wissen wir, dass die Änderungen von Patch 14.15 ihm je nach Elo-Bereich ca. 1-2% Winrate Boost gesichert haben. Allerdings ist seine Bunrate noch wesentlich mehr gestiegen als seine Winrate. Je nach Elo-Bereich schoss seine Bunrate um teils mehr als 5% nach oben. Der große Anstieg ist bereits vorbei, auch wenn ich glaube, dass die Bunrate noch weiter steigen wird, wenn auch nicht mehr so drastisch. Kommen wir damit zum Broken Pick der Woche und jetzt werde ich ganz, ganz traurig, denn what the heck? Es ist Amumu. Er sitzt momentan laut Lolletics bei über 54% Winrate in Emerald Plus und er hat in wirklich keinem Elo-Bereich unter 52,5% Winrate. Sowohl seine Pickrate als auch Bunrate steigt seit bereits einem längeren Zeitraum an. Allerdings sind maximal 5% Bunrate immer noch extrem wenig. Fliegen wir zum Item der Woche und das ist Hextech Rocket Belt. In Patch 14.15 hatte das Item 100 zusätzliche Leben bekommen und das hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Nicht nur die Pickrate des Items ist um mehr als 3% gestiegen, sondern auch die Winrate um mehr als 1%. 1% Winrate-Steigerung bei einem Item, das man eigentlich immer rusht, sind statistisch betrachtet wirklich ziemlich ordentlich. Zeit für den Fail der Woche und das ist das Aurora Nerf und Buff Karussell. Sie ist erst seit Patch 14.14 auf der Kluft und hat jetzt schon die wildeste Berg- und Talfahrt in Sachen Buffs und Nerfs gemacht. In Patch 14.15 hatte man sie laut Riots Aussage genervt. Das Ganze war definitiv kein Nerf, sondern eher ein leichter Buff. Direkt zwei Tage später hat man dann die heftigste Hotfix-Nerf-Schelle rausgehauen, bei der sie einfach mal 6% Winrate verloren hatte. Dann hat Riot realisiert, oh wow, okay, krass, diese Hotfix-Nerf, die waren viel zu schlimm. Ja, mach direkt nochmal einen Hotfix-Buff hinterher. Das hat man dann auch gemacht. Der Champion ist jetzt seit circa 3 Wochen auf der Kluft und hat schon die dritten Changes bekommen. Wenn es so weitergeht, dann bricht sie auch noch die Buff- und Nerf-Rekorde von Karma, die am Anfang dieser Season in den ersten 8 Patch-Notes 6-mal angepasst wurde. Bei unserem Trick der Woche haben wir einen sehr, sehr interessanten Naafiri-Trick, der vermutlich eher ein Bug ist. Naafiris W-Slot an sich 0,25 Sekunden lang für 99%. Wenn man allerdings in dem Moment, in dem der W-Slot hittet, Stridebreaker benutzt, slowt das Ganze 3 Sekunden lang, allerdings nicht für die 35% von Stridebreaker, sondern für die von den 99% des W. Statistisch betrachtet ist Stridebreaker auf Naafiri auch ziemlich gut. Was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Änderungen von Patch 14.16 sind da und die haben es mal wieder wirklich in sich. 8 Champion-Buffs für Azir, Uri, Syndra, Sylas, Kata, Weiss, Garna und Wukong und dafür nur ein einziger Nerf für Corki. Bei den Champion-Adjustments sind Lucian und Qiyana und Senna mit dabei, wobei die Änderungen für Qiyana aus meiner Sicht am interessantesten aussehen. Die große Änderung ist jedoch, dass die Death-Timer endlich wieder im Early-Game nach oben gehen. Auf den Leveln 1 bis 8 sind es 4 zusätzliche Sekunden und auf Level 9 2 zusätzliche Sekunden. Zu guter Letzt werden dann auch noch Doran's Blade und Blade of the Root King genervt. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr heute mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.